Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. Wenn eure Waschmaschine das Wasser nicht mehr abpumpen kann, das Flusensieb aber komplett gereinigt wurde, liegt es sehr oft am Faltenschlauch. Der Faltenschlauch ist eine Verbindung von der Wascheinheit zur Ablaufpumpe. Dort befindet sich noch der Ökoverschluss und an dieser Stelle bilden sich sehr, sehr leicht Verstopfungen. Und wie ihr diesen Faltenschlauch ausbauen und überprüfen könnt, möchte ich euch in diesem Video zeigen. Das ist dieser dicke Schlauch, der von der Wascheinheit bis zur Pumpe führt. Häufig ist hier oben direkt am Anschluss der Wascheinheit dieser Faltenschlauch verstopft. Ich schraube ihn euch mal hier los. Das ist eine Torx 20 Schraube und wenn wir den Schlauch entfernt haben, können wir hineinschauen und schauen, ob dort etwas verstopft ist. Nachdem ihr die Schraube etwas herausgeschraubt habt, könnt ihr den Faltenschlauch nach unten abziehen. Wenn vorher das Flusensieb sauber gemacht wurde, kommt auch hier kein Wasser mehr herausgelaufen. Hier sehen wir den Faltenschlauch und den Ökoball. Dieser Ökoball dient dazu, diesen Schlauch zu verschließen, wenn das Gerät nicht mehr abpumpt, damit das Restwasser unten im Flusensieb nicht anfängt zu riechen oder man das nicht im Gerät riecht. Und hier an dieser dünnen Stelle passiert es häufig, dass sich verloren gegangene Kleidungsstücken wie eine Socke oder ein Färbetuch verfangen. Sollte sich hier ein Gegenstand befinden, entfernt ihr diesen Gegenstand und schraubt den Faltenschlauch wieder an. Um den Faltenschlauch wieder anzubringen, drückt ihr ihn von unten gegen den Anschluss der Wascheinheit. Da achtet bitte darauf, dass die Schlauchschelle richtig oben sitzt. Da muss man manchmal etwas mit der Hand fester drücken. Wenn dann der Faltenschlauch wieder richtig sitzt, befestigt ihr als nächstes die Schraube, baut euer Gerät wieder zusammen und das Gerät sollte wieder abpumpen. Um den Faltenschlauch zu erreichen, muss man bei den Geräten natürlich die Vorderfront abbauen. Wie das bei Geräten von Bosch und Siemens funktioniert, zeige ich euch jetzt im Anschluss. Zuerst bei den neueren Geräten und danach noch einmal bei den etwas älteren Geräten. Dazu müsst ihr zuerst die Arbeitsplatte demontieren. Die ist mit zwei Schrauben von hinten gesichert. Wenn ihr dann beide Schrauben entfernt habt, könnt ihr die Arbeitsplatte mit einem kleinen Ruck nach hinten wegziehen und letzten Endes abnehmen. Um dann weiter vorzugehen, nimmt man zuerst die Waschmittelschublade heraus. Die haben in der Mitte einen kleinen Haken. Hier ist eine Eidos-Schublade, die ist etwas länger. Den Haken sieht man nicht so gut im Video, aber da habe ich euch auch mal ein Video gemacht, wie man die Waschmittelschubladen herausbekommt. Das würde ich euch mal in der Videobeschreibung verlinken. Nachdem die Waschmittelschublade entnommen ist, habt ihr rings um die Öffnung noch drei Schrauben. Hier diese unterste ist meistens etwas verrostet, aber die bekommt man trotzdem relativ gut herausgeschraubt. Wenn ihr dann alle drei Schrauben gelöst habt, schaut ihr von vorn auf euer Gerät. Die Bedienblende ist mit solchen Plastiknasen hier eingerastet. Die hebt ihr mit dem Finger etwas nach oben und zieht die Bedienblende gleichzeitig etwas nach vorn. Dann haken diese Nasen aus. Auf der rechten Seite gibt es noch eine Besonderheit. Dort ist nicht wie früher eine Schraube. Dort drückt ihr seitlich mit dem Finger dagegen und schon löst sich die komplette Blende und ihr könnt sie nach vorn wegziehen. Im unteren Bereich ist diese Blende nur eingehakt. Wenn ihr dann die Blende entfernt habt, könnt ihr zuerst die Tür öffnen und den Spannring um den Türgummi entfernen. Hier bei diesem Modell ist die Feder auf der linken Seite. Dort hebelt ihr mit einem Schraubendreher hinter die Feder und könnt dann den kompletten Spannring abnehmen. Drückt dann am besten den kompletten Faltenbalg etwas nach innen, dass er euch später nicht stört. Als nächstes nehmen wir die Türverriegelung heraus. Die drückt ihr in Richtung Türöffnung und drückt mit einem Schraubendreher diese beiden kleinen Plastikhaken etwas nach innen und schon könnt ihr die Türverriegelung zur linken Seite etwas ziehen und dann klappt sie auf der rechten Seite nach hinten und ihr könnt sie entnehmen. Dann gehen wir weiter zum Flusensieb. Unten am Flusensieb befinden sich auch noch zwei Schrauben. Diese beiden Schrauben entfernt ihr bitte auch komplett. Nachdem ihr diese Schrauben komplett entfernt habt, mache ich es immer so, dass ich mir das Gerät nach hinten kippe, denn von unten sind auch noch zwei Schrauben. In diesem Fall braucht man hier eine 7er Nuss, um diese beiden Schrauben, die sich links und rechts von unten befinden, zu entfernen.
Wenn ihr das macht, nehmt am besten noch eine zweite Person zur Hilfe, die die Waschmaschine halten kann, damit euch die nicht umkippt. Wenn ihr dann diese beiden Schrauben entfernt habt, könnt ihr unten an der Waschmaschine die Vorderfront schon etwas wegziehen und die Klappe vom Flusensieb entfernen. Nachdem ihr diese Klappe entfernt habt, schraubt ihr noch oben die beiden letzten Schrauben locker. Und wenn ihr diese beiden Schrauben entfernt habt, könnt ihr die Vorderfront nach vorn wegziehen und komplett entnehmen. Die ist dann links und rechts nur noch ein klein wenig eingerastet, aber die lässt sich relativ gut wegziehen. Um die Vorderfront bei älteren Geräten zu entfernen, nehmen wir oben die Waschmittelkammer heraus. Dazu drücken wir hier auf dem Saugheber in der Mitte, dann löst sich der kleine Haken. Dann können wir auch gleich die Waschmittelkammer etwas sauber machen. Und oben seht ihr diese kleine verrostete Schraube, die geht manchmal schwierig zu entfernen. Aber zuerst machen wir unten weiter. Wir öffnen die Klappe vom Flusensieb, entfernen diese eine Schraube. Danach kann man diese komplette Blende nach rechts wegschieben. Das ist manchmal etwas hakelig. Die ist links und rechts nur eingehakt. Danach kann der Ablaufschlauch entfernt werden. Und ihr seht weitere zwei Schrauben auf jeder Seite. Diese beiden Schrauben links und rechts entfernt ihr jeweils. Wenn ihr dann diese Schrauben entfernt habt, schaut, wo die Feder von eurem Spannring vom Faltenbalg ist. In diesem Fall ist sie unten. Relativ häufig ist sie auf der linken Seite direkt an der Türmanschette. Da hebelt ihr mit einem Schraubendreher etwas drunter und ihr könnt diesen Spannring dann entfernen. Wenn der Spannring entfernt ist, nehmt ihr den alten Faltenbalg und stopft ihn etwas nach hinten, so dass er nicht mehr am Metall hängt. Das macht sich mit einer Hand jetzt hier etwas schlechter. Aber wenn der Faltenbalg nach innen gestopft ist, widmen wir uns der Schraube hier oben. Wie gesagt, die sind oft sehr stark verrostet. Ich habe in diesem Fall Glück und muss sie nicht aufbohren. Ich kann sie aufschrauben. Das sind ganz normale Torx-Schrauben. Die Schraube dreht ihr dann, soweit es geht, heraus. Meistens kriegt ihr sie noch nicht ganz raus. Danach zieht ihr die Waschmaschine oder die Front der Waschmaschine unten etwas nach vorn. Und dann bewegt sich diese ganze Wand etwas nach unten. Und man kann oben die Schraube noch weiter lösen. Haltet dabei aber mit einer Hand bitte die Vorderfront fest. Die kann dann, wenn die Schraube heraus ist, nach unten rutschen. Jetzt ist die Schraube bei mir komplett entfernt und ich kann die Vorderwand nach unten wegziehen. Dann seht ihr auf der rechten Seite die Türverriegelung und die Kabelführung. Die braucht ihr einfach nur ausklipsen und an der Türverriegelung entfernt ihr den Stecker von der Türverriegelung. Da ist so eine Rastnase, die drückt ihr mit einem Finger herunter und dann könnt ihr das herausziehen.